Genau, jetzt im zweiten Teil die Anwendung, da auch ein bisschen, wie wir vorgegangen sind, wie wir das Ganze entwickelt haben. Der Hintergrund von dem Ganzen, das hat vor ungefähr ja, 1,5 Jahren als Masterarbeit hier an der TU angefangen. Da war der Student, der Alexander Braun, also den habe ich betreut damals noch. Und der wollte halt in dem ganzen Bereich Civic Informatics, Urban Informatics was machen. Und dann sind wir so nach ein paar Diskussionen eben auf diese Idee gekommen, wie man auch diese Konzepte Crowdsourcing mit Gamification verbindet. Also was ist die Ausgangssituation? Es ist im Prinzip so, dass es im Raum München oder generell in Großstädten im Nahverkehr extrem viele Probleme gibt. Also es sind Missstände, das sind Schäden, das ist Verschmutzung. Und was man merkt und was im Prinzip auch dokumentiert ist, ist natürlich, wer hat denn schon mal bei der S-Bahn-Zentrale angerufen in München, wenn jemand was gestört hat? Wer weiß, wo man da anruft? Wer weiß, wo die Information steht, wo man anrufen könnte? Was daraus dann im Prinzip sich für den Betreiber, also für den Infrastrukturbetreiber ergibt, ist, dass die Problembehebung sehr langwierig ist. Also man muss erstmal ein Problem identifizieren, dann muss man es reparieren, dann muss man prüfen, ob es repariert wurde. Genau, und wie sah dann unsere Lösungsidee aus? Also das heißt, wir wollten eine App entwickeln für ein Smartphone, die eine super intuitive, bedienbare Benutzeroberfläche hat. Also das heißt, es soll schnell und unkompliziert gehen, weil wenn ich auf die S-Bahn warte, will ich da nicht irgendwie eine halbe Stunde irgendwie ein Problem melden und dann ist meine S-Bahn schon wieder weg. Wir haben uns überlegt, im Prinzip wir haben sie dann Scouts genannt, noch im Prinzip in die Aufbereitung der Daten irgendwie einzubringen. Das heißt quasi, ist ein Problem überhaupt richtig gemeldet? Wenn ein Problem richtig gemeldet ist, kann ich das bestätigen. Also da wird es dann quasi auch priorisiert oder dann auch gefiltert oder dann auch erst gemeldet. Also wir haben hier so eine Art Filtermechanismus drin. Genau, und dann im Prinzip die Anwendung aus der Gamification-Ecke. Wie können wir die auf spielerische Art und Weise die Leute zur Nutzung antreiben, ohne dass es ihnen langweilig wird? Also quasi eine Meldung machen und dann sagen, ja, ist ja eigentlich langweilig und mir bringt das ja eigentlich gar nichts. Genau, und im Prinzip das übergeordnete Ziel sozusagen, das Verhalten der Leute zu beeinflussen. Das heißt, ich stehe am Bahnhof, warte auf meine S-Bahn und mache dann noch irgendwie was Gutes, was im Prinzip der Allgemeinheit dient. Genau, was haben wir eingebaut? Also für die motivierenden Elemente, wo du schon mal nachgefragt hast, also wir haben Punkte, es gibt für jede Aktion, Funktion im Prinzip Punkte, Meldungen, Bestätigungen mit Foto. Es gibt auch einen Anreiz, wenn ich das Ganze nicht anonym sende. Also da hatte die Bahn auch recht Wert drauf gelegt. Es gibt virtuelle Abzeichen, die zum Beispiel aus Foursquare bekannt sind oder aus vergleichbaren Applikationen. Dann, was wir eingeführt haben, ist, dass im Prinzip ab einem bestimmten Level mehr Funktionen freigeschaltet werden. Das heißt quasi, wenn wir das Gefühl hatten, okay, wir haben das Vertrauen der Nutzer, also die sind da wirklich dabei. Geben wir denen ab einem bestimmten Level auf einmal mehr Funktionalität und mehr Rechte in der Applikation. Das heißt, Sie können hier zum Beispiel auch Probleme als behoben melden. Und wir haben das einfach mal eingeführt und ein paar Wochen später hatten wir dann so ein Treffen mit dem Projektleiter auf deutscher Bahnseite und der hat dann gemeint, ja, diese neue Funktion, die ist ja der Wahnsinn, weil ich habe teilweise jetzt schon seit nach einer Woche die Rückmeldung, wo er teilweise 6 Wochen drauf gewartet hat. Und das bringt ihm natürlich dann im Prozess oder in der operativen Arbeit enorm viele Vorteile, weil er seine Dienstleister viel besser kontrollieren kann. Haben wir erstmal gar nicht dran gedacht. Der Effekt ist aber riesig. Jetzt zu dem quasi den Gamification-Aspekten, also der Profil natürlich. Das ist im Prinzip ein Ranking. Und das Ranking, das ist auch extrem wichtig, da haben wir auch erstmal uns nicht so viele Gedanken gemacht. Was passiert denn, wenn jetzt einer schon seit 3 Monaten dabei ist, ich neu einsteige und sehe, der hat schon 10.000 Punkte? Dann tut es ja im Prinzip sich negativ auf meine Motivation auswirken. Das heißt, diese Rankings finden auch immer nur in einem Level statt. Also das heißt quasi, Leute werden immer mit den Leuten im gleichen Level verglichen, damit man natürlich den Ansporn nach oben hat. Man kann dann sozusagen in die nächste Liga aufsteigen, also so wie in der Bundesliga. Was wird gemeldet? Also das sind mal so ein paar Beispiele hier. Vitrine kaputt,
Notrufsäule kaputt, Uhren sind auch so ein Thema, das ist bei der Bahn auch immer ein Problem. Und dann später komme ich auch nochmal drauf, Graffitis und so weiter, die auch quasi gemeldet werden können und dokumentiert werden können. Genau, also was konnten wir im Prinzip auf diesem Gebiet Gamification, Crowdsourcing nachweisen? Und da kommen jetzt so ein paar Geschichten ins Spiel mit dem, warum benutzen die das so oft und so wie auch immer. Wir haben festgestellt, die fahren teilweise nur mit der S-Bahn, um Probleme zu melden. Da auch der Punkt, sie sagen uns, wir finden es gar nicht so toll und auch gar nicht motivierend und so weiter, aber wenn man dann mal in die Daten schaut, motivieren das also wirklich zur Höchstleistung. Also, was ganz wichtig ist, wo ich ja dann auch quasi zu so einem Fazit komme, auch wegen dem Handwerklichen, was wir dann erkannt haben, da wir natürlich auch irgendwie diese Applikationen verkaufen wollen, ist gar nicht mal vielleicht die Applikation an sich oder die Lösung an sich so zu verkaufen oder zu monetarisieren, sondern im Prinzip, was diese Applikation generiert. Und das ist einiges an Daten im Prinzip. Was wir hier einfach mal gemacht haben, ist so eine Art Heatmap auf den Bereich München. Also es läuft ja auch nur für München geschmissen. Also hier im Prinzip, je größer die Kreise, desto mehr Meldungen. Man sieht klar die Stammstrecke hier. Man sieht Holzkirchen zum Beispiel als einen Hotspot, wo viele Meldungen reinkommen. Genau, also als Zusammenfassung, wir denken, dass diese ganzen Konzepte, die teilweise auch aus der Theorie kommen, wenn man die systematisch und theoriegetrieben umsetzt in der Applikation, durchaus einen Effekt haben, zur nutzerorientierten Entwicklung beitragen und gerade die nutzerzentrierte oder orientierte Entwicklung ein extremer Erfolgsfaktor ist. Also, wie vorher erwähnt, Prototypen und gleich mit potenziellen Nutzern abtesten, bevor man überhaupt irgendwie was implementiert. Das Ganze ist bis jetzt, wir würden sagen, erfolgreich erprobt. Wir haben ungefähr 100 Nutzer drauf, 1800 Meldungen generiert. Wenn man das hochrechnet, ist das auf 100 Nutzer extrem gut. Und wir sind gerade im Prinzip dabei, mehr in Richtung Datenaufbereitung, Datenauswertung zu gehen, um im Prinzip diese ja dann auch angereicherte Informationen dann im Prinzip der Bahn zur Verfügung zu stellen. Genau, Ausblick, was kann man so sagen, ich meine so ein bisschen so aus Forschersicht oder so auch oder wie auch immer sagen, wo es überhaupt noch kein Wissen darüber gibt, ist, wie verhalten sich solche Systeme gerade in diesem ganzen urbanen Umfeld bei 100 Nutzern, 1000 Nutzern, 10.000 Nutzern, wie kann das Ganze, was da generiert werden, dann auch wirklich operativ von einem Infrastrukturbetreiber oder Dienstleister dann überhaupt umgesetzt werden? Frage auf Sicht von sowas wie ja, betriebswirtschaftlicher Sicht ist, was gibt es für Anwendungsfälle auf dem Gebiet noch? Welche anderen Unternehmen könnten davon im Prinzip profitieren? Dann ganz wichtiger Punkt, ich kann die coolste Software herstellen, aber wenn ich mir keine Gedanken vorher mache zu Betreibern oder Geschäftsmodellen und hier auch gar nicht mal zu bestehenden Geschäftsmodellen, sondern wirklich einen Schritt weiter gehe und mir überlege, okay, kann ich das nicht irgendwie noch ganz anders machen? Thank you.